Ja Leute, ich werde mit euch jetzt zusammen noch mal kurz die Türverkleidung abnehmen. Die Verblendung hier, die habe ich einfach mit dem blauen Clip hier einmal vorsichtig angezogen und dann konnte ich die so rausklipsen. Ja, dieses nur in diesen Dingern hier reingeklipst. Das habe ich bis jetzt gemacht und diese beiden Schrauben gelöst. Hier ist jetzt noch eine dritte. Dann müsste dort noch eine drin sein. Die sitzt so schräg hoch. Also falls die Schraube gleich runterfällt, würde sie sowieso irgendwie dahinter fallen und dann gleich unten rauskommen. Und dann haben wir hier noch eine Schraube. So, jetzt ziehe ich mal vorsichtig unten. Ich noch mal einmal mit dem Keil drunter gehen hier. So. Das war übrigens die. Nein, das war ein Clip. So. Dann könnt ihr die nach oben hin abnehmen. So, da ist jetzt auch die Schraube hier rausgefallen, die hier drunter war, hier in diesem Griff. Das heißt, das sind die Schrauben, mit denen das Ganze befestigt ist. Wir müssen natürlich noch einmal den Seilzug hier aushängen. Vorsichtig. Muss echt ein bisschen behutsam mit sein. Ups. Weil das sonst hier auch abbrechen kann, das Plastik. So. Und dann müssen wir einmal noch die Stecker hier lösen. Ziehen wir einmal nur so runter. Zack. Das ist einmal das. So ein bisschen fest sitzt, aber auch geht. So. Jetzt einmal das Kabel für das Steuergerät und halt einmal für die Boxenansteuerung. Und somit habt ihr auch schon mal die Türverkleidung runter. Ihr habt übrigens in der Tür noch solche Klipse hier drin. Ja? Diese Klipse sitzen eigentlich hier noch in der Tür drin. Und die sollen auch noch mal so ein bisschen abdichten. Die könnt ihr sonst auch neu bestellen. Das habe ich auch schon getan. Auch die werde ich euch in die Videobeschreibung verlinken. Ja, das sind die alten hier und einmal die neuen. Und da sieht man, dass der neue natürlich noch ein bisschen dicker ist, noch ein bisschen mehr abpuffern kann und auch nicht so zerkaut aussieht. Also die könnt ihr dann gerne auch austauschen und da dann die neuen und frischen für nutzen. Die könnt ihr hier einfach so reinklicken. So, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück in dieser Tür. 6, 12, 18, 24, ich denke mal hinten werden vielleicht nicht ganz so viele sein, weiß ich nicht, aber vorsichtshalber. Also wenn ihr so 30 Stück kauft, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil mir ist auch gerade schon einer hier aus Versehen ja, kaputt gegangen, den ich versucht habe reinzudrücken. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. So, und jetzt kann das im Prinzip wieder angesetzt werden, die Tür. Verbunden ist die ja. Ihr habt ja hier zwei Stecker, einmal für Lautsprecher, also der zum Lautsprecher geht, einmal hier vom ganzen Steuergerät quasi, dass das hier auch gesteuert werden kann, hier angesteuert werden kann. Das muss hier wieder richtig drinne sitzen. Der Stecker, der Knubbel sitzt hier nur drinne, der ist nur eingerastet, der weiße hier. Hier der Stecker, ja und wie gesagt hier. Und dann müssen wir das einmal hier ein bisschen hochheben und einmal kurz das hier wieder einhaken. Dann macht ihr hier so den Haken rein. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Und den einmal so zur Seite. So. Und dann
könnt ihr schon die Tür wieder öffnen und schließen. Mal sicher gehen, dass ja auch hier ist der Stecker. Okay, gut. Ja, dann setzt ihr das im Prinzip jetzt so wieder drauf. So. Das heißt, wir gehen jetzt erst hier einmal nach oben. So, ja, dass es erstmal so ist und dann gehen wir langsam ran. Das muss hier vorne sehr bündig sein. Also hier darf der Finger nicht zwischen sein. Da müsst ihr aufpassen, weil wenn ihr den zu weit nach hinten drauf setzt, dann habt ihr eine zu große Lücke, dann passt das nicht. Und dann braucht ihr das eigentlich nur noch andrücken. So, wenn ihr das alles wieder vernünftig angedrückt habt, zu sehen, dass es hier wirklich vernünftig dran sitzt. So. Und wenn das soweit dran ist, ja, und ihr so den Rütteltest machen könnt, ohne dass die Verkleidung euch entgegenkommt, ist das schon mal super. Könnt ihr nochmal gucken, ob das Schloss reagiert. So ist zu, so ist auf, funktioniert also. Ja, und dann können wir den Rest hier wieder ranbauen, beziehungsweise ranschrauben. Also Türverkleidung abnehmen ist total easy. Also da braucht ihr auf jeden Fall keine Angst haben. So, die Schraube hier unten dürft ihr natürlich nicht vergessen. Und diese kleine, miese, fiese Schraube, die ja noch hier drin steckt, dürft ihr auch nicht vergessen. So, nachdem ihr diese Schraube auch angebracht habt, das ist nämlich wichtig, dass ihr die nicht vergesst. Hier kommt, glaube ich, auch nochmal eigentlich so eine Kappe drauf, aber irgendwie habe ich die nicht. Hier unten die Schraube ist halt wichtig. Und dann habt ihr die Türverkleidung jetzt soweit wieder dran. Jetzt fehlt nur noch eins. Die Latte. So, die Leiste bringen wir jetzt nochmal an und hier ist ja so ein kleiner Haken. Jetzt nehmen wir die einmal so und einmal nach hinten reinschieben. So, und dann brauchen wir die nur noch einmal festklopfen. Einmal abwischen und das war's. Habt ihr die Türverkleidung auf jeden Fall schon mal wieder dran.